Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X-Ray Terran Konflikt. Und zwar sind wir kurz vor dem Abschluss der Mission. Was macht das Geld? 1,1 Millionen. Also das Geld für die Shukaro haben wir schon mal. Aber der Plan ist ja eindeutig, erstmal den Landecomputer zu kaufen. Ich hab da, glaube ich, dem Tukan-Frachter noch Raketen, die ich verkaufen kann. Verbindung eingehende Nachricht. Sie haben ein Ansehen. Habe ich nicht. Okay, dann gib mir mal ein paar Energiezellen. Energiezellen sind standardisierte Energie. Wieso habe ich jetzt nicht an Rang gewonnen? Sie haben an Ansehen gewonnen. Das hat aber lange gedauert. Jetzt hast du dir aber Zeit gelassen. So. Gibt es das hier, Landecomputer? Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können hier fortschrittliche Militär... Okay, sind wir jetzt hier? Paranet 3. Sprungantrieb wird geladen. Dann 10%, gehe ich halt dahin. 20, 30, 40, 50%, 60, die müssten 70, die doch haben. Die 80, haben die auf jeden Fall. 90, mal sehen, ob ich den auch bekomme. Ob ich den auch bekomme, den Landecomputer. Und dann muss ich aus dem anderen mal die Raketen verkaufen. Frachtraum geschlossen. Freund der Priester 21% halt. Ach, was hab ich denn jetzt? So. Sie sprechen mit dem Automat. Was, denn wir haben eine Bier, ist alles, was wir benötigen. Tukan Frachter. Handel. Nischtaste. Diese Satelliten übermitteln. Docke an. Dann guckst du mal hier oben. Andockerlaubnis erteilt. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. So, du kaufst natürlich wieder Energiezellen. Quatsch. Hä? Hier drüben. Erz. Kommando akzeptiert. Der Merkur, was hast du gekauft? Energiezellen. Kaufe zum besten Preis. Du sollst Erz kaufen. Kommando akzeptiert. Okay. Oh, was ist denn das da hinten? Ist das schon meins? Da ist schon, den habe ich doch schon angebietet. Gut. Also wenn ich innerhalb vom Sektor anbiete, kostet es auch kein Geld, aber dann habe ich ständig einen zur Bereitschaft, falls ich mal das Geld habe, dann für einen Bauauftrag. Und natürlich auch die Station dann kaufen darf. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt sie unser Priesterherzog. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ha, Landecomputer! Landecomputer installiert. Endlich. Sehr schön, so. Eingehende Nachricht. So, und jetzt auf zum Shukaro. Handel. Navigation. Du fliegst jetzt hierher zu Paranet 3. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und verkaufst da hier die die Raketen springen in Sektor
Imperialer Grenzbereich West. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, und jetzt deaktiviert. Grausamer Vorstoß. Da wartet auch ein Schiffchen auf mich. Das werde ich dann auch erstmal nehmen zum Ausrüsterschiff. Erklären. Erreiche System, imperialer Grenzbereich. Halt! Was sammelst du? Okay, da muss ich erstmal hier groß bleiben in dem Sektor, wenn ihr hier was einsammeln wollt. Kampfdrohnen, sind das meine eigenen? Ja, die habe ich vorhin vergessen. Okay, die nehmen wir natürlich noch mit. Haben ja Geld gekostet, wäre ja blöd. So, was das hier ist, keine Ahnung. So, mal gucken. Eingehende Nachricht. Ich will die natürlich wieder mal an die richtige Position haben. Das kann ich auch mal offline machen. Drei Versuche gebe ich mir. Eingehende Nachricht. Ja, natürlich hat es nicht geklappt. So. Ich gebe ein bisschen Gas hier, das Zeug einzusammeln. Habe ich also noch nicht so viel Verwaltungsarbeit. Handel. Ach, was wohl? Ach, genau. Eingehende Nachricht. Banshee-Rakete. Eingehende Nachricht. Fracht. Okay. Kaufst du wieder Energiezellen, dass du wieder voll bist. Kommando akzeptiert. Leider scheint vor mir jemand hier gewesen zu sein. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Fracht. Okay. Handel. Handel. Okay, dann verkaufst du 2700. Energie eingehende Nachricht. Nee, was ist denn jetzt passiert? 2700. Verkaufe das wieder. Frachtraum geschlossen. Kommando akzeptiert. Verkaufe dein Erz. Kommando akzeptiert. So, jetzt kann ich hier wieder zurückfliegen. Westtor. Ach, ich mach's mir jetzt anders. Das dauert mir sonst zu lange jetzt. 10%, 20. Das dauert mir sonst zu lange jetzt hier. Bis ich da wieder zurückgeflogen bin. Erreiche System, imperialer Grenzbereich. Ja, da waren zwei Baumissionen, aber die kann ich mir eh gerade nicht leisten. Da man noch so weit am Anfang ist. Erreiche System, grausamer Vorstoß. Dich wollte ich haben. Erweiterte Version. Perikles. Dann fliege ich mal da hoch.
Das hier ist noch ein unbekannter Sektor. So, wenn ich dann zurückfliege mit dem Chicago, kann ich euch gleich einladen. Eingehende Nachricht. Och Mann. Energiezellen gekauft. Was machen wir mit dir? Eingehende Nachricht. Ich mache mit dir erstmal gar nichts. So, ich muss erstmal hier hoch. Ich bleibe erstmal stehen. Frachtenergiezellen, okay. Handel, kaufe zum besten Preis. Du sollst da Erz kaufen. Kommando akzeptiert. Okay, und jetzt fliege ich mal hoch zu dir. Speichern ist nur, während man an einer Station an Autopilot aktiviert. Was habe ich an Geld? 1,4, das ist schön. Dann kann ich den Chicago nämlich gleich ausrüsten. Autopilot deaktiviert. Wenn ich ihn denn gekauft habe, irgendwann. Hier in dem Sektor brauche ich keinen Satelliten einsetzen. Da muss ich hin. Erweiterte Version Perikles. Also hübsche Schiffe bauen die Paraniden, ja? Schiffsstopp Leguan, Angreifer. Okay, ich muss irgendwie hier runterkommen. Da ist nämlich das Tor. Und der Kollege hier oben bleibt einfach mal hier stehen. Und ich lasse dich nachher, wenn ich aus dem Sektor raus bin, lasse ich dich abholen. Autopilot deaktiviert. Weil das ist mir hier echt zu viel Betrieb hier drin. Ne? Mit den ganzen Satelliten, den ganzen Asteroiden. Nicht, dass der Kollege hier irgendwo gegenknallt. So, hier unten müsste aber jetzt ein Tor sein irgendwo. Tor, Okrakok Sturm. Okrakok Sturm, da will ich hin. Eingehende Nachricht. Ups. Immer noch 303 übrig. Kommando akzeptiert. Okrakok Sturm. Da ist das nächste Schiff, was auf uns wartet. Eingehende Nachricht. Okay, jetzt fliege ich erstmal durch. Und dann kümmere ich mich um die Nachricht. Autopilot deaktiviert. Und derzeit können die Händler schon fleißig weiterhandeln. System. So sehe ich hier das Schiff schon. Nee. Gehe zur Position 30 minus 8. Autopilot aktiviert. Fracht. Handel, verkaufe dein Erz. Kommando akzeptiert. Was habe ich denn jetzt gemacht?
Kommando akzeptiert. Okay. Dann lasse ich nämlich den Jukao und die anderen Schiffe einsammeln. Verbesserte Version. Eclipse. Und dann muss ich ihn ausrüsten. Achso, sind das jetzt hier schon die Yakis? Ja, genau. Das sind hier schon die Yaki. Okay, ich weiß gar nicht, wo es jetzt die Schiffswerft gab's. Ob die in Senators Ödland oder Sturm der Weber war. Autopilot deaktiviert. Da ist er. Verbesserte Version. Eclipse. Ganz schön weit weg. So, übernehme. Na. Jetzt. Dadurch, dass ich hier den Transporter drin habe, brauche ich natürlich nicht so lange da, um das da wieder einzusteigen. So, okay, was hast du denn an Bord? Verbesserte Version, Eclipse. Oh, du hast Kampfdrohnen dabei, ne? Die kannst du mir nachher geben. Jetzt nicht. Okay, Merkur. Fracht. Hä? Handel. Kaufe zum besten Preis. Du solltest doch Erz kaufen. Wieso machst du das nicht? Ach nee, du hast verkauft. Kommando akzeptiert. Was sagt denn das Geld? 1,5. Es wird mühsam annähert sich das Eichhorn. Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. Ich will halt noch keinen Universumshändler kaufen. Tor, Autopilot, weil ich aktiviert. Das Geld dann eigentlich für die Fabriken brauche. Vielmehr, die sollen dann die Fabriken versorgen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Geld. Haha, das läuft. So, der nächste ist Senators Ödland. Nicht verfügbar. Ach, ich wollte wenigstens die Blackliste mal aktualisieren. Das kann ich auch noch nicht machen, wenn ich keinen Universumshändler habe. Außerdem kostet er 500.000. Das ist momentan zu viel Geld für mich. Ich muss mir erstmal den Shukaro kaufen. Wenn ich ihn ausgerüstet habe, bin ich wahrscheinlich wieder pleite. Autopilot deaktiviert. Und daher kann ich da jetzt das ganze Geld nicht investieren. Erreiche System. Senators Ödland. Senators Ödland. Das sind auch die Yakis. Gibt es jetzt hier die Schiffswerft oder
woanders. Das muss ich noch herausfinden. Eingehende Nachricht. Warnung. Oh. Energielevel niedrig. Hier scheint es die Werft irgendeine Station zu geben, sonst wäre der Reiseantrieb nicht gegangen. Kommando akzeptiert. Sonst wäre der Reiseantrieb nämlich nicht gegangen. Okay. Nee. Aha, da ist doch die Station. Da will ich mir den Shukaro kaufen. Genau. Die Yaki, unter den unabhängigen Rassen, führend in der Entwicklung von Schiffen der Militärtransporterklasse, nutzen dieses Schiff hauptsächlich für ihre Überfälle und um sich vor eventuellen Gegenangriffen zu schützen. Ach, ausrüsten kann ich hier nicht, okay. Gehe zur Position. Eingehende Nachricht. Ach, ich wollte das nicht machen. Okay, dann gehst du mal hierher. Kommando akzeptiert. Okay, und dem anderen, ich will trotzdem noch das Südtor hier entdecken, damit ich hier durchfliegen kann. Fracht Erz. Verkaufe. Kommando akzeptiert. Und du hier? Du folgst mal hier. Hä? Warte mal. Kommando akzeptiert. Wieso macht er das nicht? Sie wurden befördert. Eingehende Nachricht. Na, wieso folgst du mir denn nicht? Jetzt suche ich ja erstmal das Tor. Und dann muss ich da wohl mal andocken oder was? Es gab typisch beim letzten Mal schon Ausspielprobleme hier. Wieso dockt er nicht ab? Kommando akzeptiert. Das ist komisch. Jetzt geht das Theater wieder los. Wo ist das Tor? Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon ewig gesucht. Wieso? Verstehe ich nicht. Wieso dockt denn da nicht ab? Aha, okay, gut. Eingehende Nachricht. Jetzt versuche ich mal so. Autopilot aktiviert. Kaufe zum besten Preis. Kommando akzeptiert. Herr Tanker. Kommando akzeptiert. Wieso dockst du nicht ab, Kollege? Das wieder finde ich nicht, dass hier der Spielstand auch schon wieder verbuggt ist. Also, da würde ich ja wahnsinnig werden.
Schiffswerft. Verstehe ich nicht. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Folge mir. Er folgt mir aber nicht. Der folgt nicht. Der Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Der folgt nicht, der Schweinehund. So, jetzt probieren wir gleich mal den Landecomputer aus. Ja, was klappt. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen auf dieser Station der Yaki, Pilot. Genieß deinen Aufenthalt. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Ich kann ihn nicht abdocken. Das schon wieder für ein Scheiß. 5, 6, 5, 3, 5. Bitte räumen Sie die Landebucht. Ihre Liegedauer wurde überschritten. Das gibt's doch nicht. Energiezellen transferiert. Sprungantrieb transferiert. Kommando akzeptiert. Mach das jetzt. Macht er auch nicht. Da bleibt einfach stehen. Das verstehe ich nicht. Ach Mann. Wieso macht er das jetzt nicht? Ich versuche noch mal eins. Ich gehe mal hier raus aus dem Sektor. Sprungantrieb transferiert. Ich probiere jetzt mal eins. Eine aktuelle Information des Logistikbüros. Autopilot aktiviert. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. Vielleicht muss ich 40, aus dem. 50%, ich fliege erstmal aus dem Sektor 60, raus. 70, 80, 90. Das ist meine letzte Chance. Wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Erreiche System. Ocracoke's Sturm. Folge mir. Jetzt hat er abgedockt. Das verstehe ich nicht. Okay. Wenigstens hat er jetzt abgedockt. Ich speichere jetzt erstmal. Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Okay, Autopilot und der aktiviert. Navigation geht zur Position. Kommando akzeptiert. Okay, und der andere. Navigation, Folge. Eingehende Nachricht.
Kommando akzeptiert. Dann kriegst du nämlich da einen Sprungantrieb. Was machst du? Wieso? Hä? Wieso dockst du jetzt nicht an? Ich hab doch hier einen Sprungantrieb, oder nicht? Docke an. Sprungantrieb wird geladen. 10%, okay. 20%, 30%, Die Wege 60%, des X3-Universums sind manchmal 90%, unergründlich. In voller Freude habe ich jetzt einen Chukao und Gott sei Dank habe ich noch weggekriegt, warum auch immer das nicht geklappt hat, so richtig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.